14-13, nächster Matchball. Was ein Ball. Was ein Ball. Das gibt's doch nicht. Und was für ein Ballwechsel zu. Sur une remise courte comme ça, et ça, il le fait parfaitement bien aussi. Ah, c'est un joueur, c'est un chat au bout de la table, hein, vraiment, c'est un félin. Il a pour lui aussi. Une très bonne utilisation de la main hein, qui nous permet en tennis de table d'être précis, d'être vite. Et ça c'est beau aussi. Hein. Ah oui, parfait. Joue mieux quand même Jan là de mieux en mieux. Les points durent plus longtemps, il fait moins de fautes faciles. Il oblige son adversaire sans arrêt à bouger. Et ça c'est parfait. En amorti de l'autre côté. Ricardo Walter. Der macht hier ebenfalls mächtig Druck. Wir sehen es 2-0 Satzführung für ihn. Und Steffen Meyer ganz weit hinterm Tisch mit seiner berühmten Rückhand. Aber Rückhand weit vom Tisch. Also Ricardo Walter hatte zunächst es nicht so leicht, führt aber hier jetzt 9-6. Ja, und der war tatsächlich Spieler gegeneinander. Bussi, wie gesagt, extrem gut in Form. Aber natürlich jetzt hier auch unter Druck, denn wenn er verliert, ist das Spiel aus. Und dann hat Fulda gewonnen. Aber was für ein Ball. Portugiesen. Xorからスタート. 手前に琉球 Togami. そのフォア前から行きました. ミドルのドライブ. バックへのドライブ. 跳ね返す張本. 飛びつきましたが ネットにかかりました. 10 der Rückstand aus Sicht des Schadensauers. Ja, und Karlsson verwandelt diesen und hat den Ball sehr schön platziert. Es sollte ihm aber bis zu diesem Zeitpunkt nichts helfen, denn Sidorenko holte sich auch den zweiten Satz. Tolle lange Rallye aus Sicht von Robles. Tolle Ballwechsel hier, das kann man sehen. Rare Sipos gegen Alvaro Robles. Das die Ausgangsvoraussetzungen hier in diesem Match. Bad Homburg lagen in sein Spiel eingebaut. Aber ja, vor allen Dingen auch sehr clever. Sehr cleverer, das sieht man ja. Jeder Schlag ist bei ihm gut durchdacht. Sehr stark. Kommt auch zu Punkten, aber man hatte nie das Gefühl, dass hier Simon Gussi wirklich in Gefahr gerät und dann nochmal around the net. Was für ein Schlag hier. Ja, so ganz außenrum war es nicht, aber es war... Oh, magnifique. Rückhand kommt er sehr, sehr gut. Trotzdem noch richtig eng. In diesem Moment. Und hier ein... Oh! Da gibt es sogar Applaus von Sipos. Haben Sie es gesehen? Hier. Der Schlag des Bad Homburger schon grandios around the net und dann fischt den Robles so ganz gemütlich. Gut platziert mit der Rückhand, also nur noch 1-2 aus Sicht der Gäste. Ja. 1-0 die Satzführung jetzt für den Mann vom SV Werder. Oh, der war sehr gut. Toller Ball. 1-0 die Führung jetzt hier für ihn. Benedikt Duda also mächtig unter Druck und im dritten. Da traf natürlich Jorgic auch. Es sollte ein Sieg her gegen Bergneu. Deuxième Set, c'est Cavalier seul, hein, de la part de Wang Yang. Il a pris la mesure pour l'instant de Jan Akuzu, qui fait trop de fautes encore. Jan Akuzu qui est né en 80. Ioannis Skouropoulos dann gegen Ricardo Walter. Also wir sehen schon Düsseldorf hier auch nicht in voller Mannschaftsstärke. Wir haben Timo Mann und das zahlt sich aus, weil Wang Shi hier den Topspin verzieht.
Schilzki, der dann Matchball hat. 11 zu 10. Und was für ein Ballwechsel zum Satzball und damit dem 1 zu 1 Ausgleich. Schöne Rückhand hier von Siposch. Sehr guter Ballwechsel da. Wechselt im Schlepptau mit dem Trainer Dima Masunov. Der hier natürlich mega ganz zu tollen Ballwechseln. Hier super reagiert von Simon Gossi. Kopf. Oika, Nani ni shita. Oh, torimashita. Wir sehen, dass hier beide Spieler extrem gut aufgelegt. Calderano hier und da wirklich vielleicht den ein oder anderen Spieler überraschen. Das ist ein tolles, junges, talentiertes Team. Mit ein bisschen mehr Glück hier und da hätten die vielleicht, der steckte nicht auf. Versucht er alles. 8 zu 9 jetzt aus seiner Sicht. Wieder kurz gespielt. Schöner Ballwechsel wieder hier und da ärgert sich Grebnev. Jako Jorgic und Jago Apollonia waren die ersten beiden und Jorgic hier mitten. Da steht Gustavo Zuboi tief in der Rückhand drin, der Linkshänder. Den Schnitt gelesen von Filos, der hier aber auch seinerseits gut drunter geht und jetzt, oh, was für ein Teil. Je, mais c'est intéressant. Ah, il est magnifique. Wieder sehr stark mit der Rückhand übernommen von Devos. Ja. Das macht er sehr, sehr gut in diesem Spiel. Ja. Ui. Wahnsinnsball. Und damit die Führung für Bastian Steger und seine Jungs vom TSV Bad Königshofen. Ja, die Ball. Zweites Spiel. Tolles Spiel zwischen die Indie-Playoffs einziehen in der TDBL. Im Moment sieht es ganz gut aus. Sie stehen auf Rang 4. Stand jetzt werden sie also mit dabei, wenn es um die endgültige Titelentscheidung geht. Aber es ist die Hoffnung der USA im Tischtennis. Stark, ganz stark. Einfach ein tolles Spiel hier zwischen Bad Homburg und Grünwettersbach. Oh. Und er ist bisher in der Saison hier und da mal so das entscheidende Quäntchen Glück, wenn es drauf ankam. Da hätte vielleicht der ein oder andere Sieg schon rausspringen können. Aber für die Zukunft sicherlich eine richtig gute gegen Kanakja. Auch wieder extrem heiß. Durchgang, da wiederum Satzball für Aruna. Boah, schöner Ball. Hier schön reagiert. Plethea macht es eigentlich gut, bleibt vorne am Drücker und dann so ein. Den er hier so druckvoll schießen kann. Also nur weil es Noppen heißt, hat mit Abwehr nichts. Oh, magnifique, oh, c'est beau. Oh, que c'est. Manuel Kuczynski. Und das war Hansson gegen den Dänen Tobias Rasmussen. Den kann man ja fast schon als Doppelspezialisten bezeichnen. Kommt so oft, oftmals auch zusammen mit Dank Yu zum Einsatz im Doppel bei Grünwettersbach. Wund. Erster Satz an Wangshi. Am zweiten aber sehr guter Start von
hier trotzdem sicherlich natürlich Favorit in diesem Spiel. Oh, ein ganz feines Teil von Pletea. Wiederholung muss da sein. Ein No-Look-Pass, würde man sagen, im Fußball. Hier, guckt nach links, schlägt nach rechts. Sehr schön gemacht. Sensationell, gut, wieder mit der Rückhand.